Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcvent. Und wir wollten ja jetzt hier endlich mal in die Höhle da unten gehen. Die hatten wir ja schon vor einiger Zeit entdeckt gehabt. Waren wir jetzt auch noch nicht drin gewesen. Und das ändern wir jetzt. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so Gutes finden. Ich hoffe, dass wir da überhaupt was Gutes finden. Ein paar Reparaturen wären natürlich nie schlecht, wenn die mal gratis da drin rumliegen würden. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es recht dunkel. Und die Frage ist, sind das überhaupt Gegner? Das sind Räuber. Irgendwo logisch. Das heißt, die bekommen jetzt erstmal aufs Maul oder wir bekommen gerade aufs Maul. Meine Güte, da kann ich mir schon mal ganz schön austeilen. Ja. Was ist genau für eine Lektion? Lektion in Langwaffe vielleicht, denn die hat sich gerade bei mir verbessert. Also das muss ich wirklich sagen, ist ein unglaublich nerviger Bug, dass die nicht sich selbst heilen, sondern immer ihren Gegner. Wie konnte eigentlich dieses verrostete Langschwert so viel Schaden machen? Wieso ist es so wertvoll? So, Moment, der Typ, der gerade hinter mir ist, kommt gleich dran. Aber das wiegt 1,5 und hat noch einen ganz guten Wert. Genauso wie das bei Pfeilen auch der Fall ist. Apropos Pfeile. Versuch dich mal im Nahkampf, Junge. Vielleicht hast du da ja noch eine Chance. Wobei der natürlich wieder ziemlich viel aushält. Irgendwie war wohl nur der erste wohl so ein... Na, etwas schwächer Typ. Wahrscheinlich so ein ganz neuer Rekrut hier bei den Räubern. Noch unerfahren. Und dann bringe ich den gleich um. Auch nicht sehr freundlich von mir, aber er hat sich das Schicksal ja selbst so ausgesucht. So, gleich steht er wieder kurz vorm Tod, der Junge. Dann wird er mich wahrscheinlich wieder heilen. Genau. Oder auch nicht, wenn ich ihn dabei unterbreche. Ah ne, hat uns doch noch gehalten. Wie freundlich von ihm. So. Das Gold nehmen wir mit. Die Pfeile nehmen wir auch noch mit. Die können wir noch tragen. Beim Knochenharnisch weiß ich gerade gar nicht. Der wiegt so viel. Und viel Wert hat der auch nicht. Den Helm, ach komm, den Helm kann ich noch mitnehmen. Vorerst, wahrscheinlich ist das das Erste, was nachher rausfliegt. So, hier sind meine tote Goblins. Die unter anderem noch so ein Schwert haben. Verstehe ich das jetzt eigentlich richtig, dass die Räuber hier ein Problem mit Goblins hatten? Aber trotzdem vorne alle Zeit der Welt, um gegen mich zu kämpfen. Man verstellt mal einer, wer will. So, den hat man noch nicht durchsucht. Und hier gibt es nicht mehr viel zu durchsuchen. Und nun gut, dann einmal hier links noch gucken. Ich könnte eigentlich eben nochmal schnell einen Reparatur mal benutzen. Wieder einmal. Moment, warum ist. Und ich will eigentlich nur das Schwert eben repariert haben. Da. Das Einzige, was mich interessiert, weil so viele Hämmer haben wir nicht. Ich finde es auch interessant, dass die alle immer nur Äxte dabei haben. Also bei den Toten haben wir ja gerade Schwerter gefunden, aber bewaffnet sind die immer nur mit Äxten. Und ich würde jetzt ganz gerne ein paar Mal treffen. Dann haben wir von dem auch schon mal Ruhe. Und auch der hier. Setzt sich schon mal freiwillig auf den Boden. Und bleibt dann da auch gleich liegen. So, ich kann jetzt leider nur noch die Keulen immer mitnehmen. Und, oh Gott, dafür brauche ich Dietrich. Das kann ja heiter werden. Vor allem, weil wir nicht so viele Anwendungen haben und das Schloss sowieso zu komplex ist. Ahaha. Nun gut. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht irgendwo einen Öffnen-Zauber haben auf eine Schriftrolle oder so. Wir haben sowieso gar keine Schriftrolle, glaube ich. So, nee, einen Goblin möchte ich nicht. Die 25 Gold wollte ich nehmen. Und du gehen wir mal nicht auf den Nerven. Block vor allem nicht. Ist ja unverschämt. So, das Ding müssen wir aber aufschließen können. Warum will ich immer E fürs Inventar drücken? Ich weiß es nicht. Wird schon irgendeinen Grund haben. So, die Keule nehmen wir immer wieder mit.
Ansonsten die Lehren des Vivex kann man auch gut gebrauchen. Oh, in Morrowind gab es ja sogar noch die Fähigkeit Axt. Das habe ich schon mal ganz vergessen, meine Güte. Wenn ich sowas überhaupt vergessen kann. Obwohl ich Morrowind so viel gespielt hatte. Naja, egal. Moment, hier haben wir eine Goldader. Ich habe Gold gefördert. Auch schön, dass dann das ganze Gestein eben mal so ganz plötzlich verschwindet. So, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Schilder hier lassen. Schilder, Schilder meine ich natürlich. Warum sage ich Schilder? Das kommt davon, wenn man wieder so verwirrt ist wie ich. So, hier haben wir ein... was auch immer. Aber einen, der jetzt hoffentlich gleich stirbt. Jedenfalls der erste von denen. Ein Sumpfkriecher. Ja, jetzt lass mich eben nochmal hoch zu diesem Sumpfkriecher. Oder zu diesen vier Sumpfkriechern, sehe ich gerade. Und vielleicht sind da ja noch mehr. Hätte ich mir jetzt wahrscheinlich den Seelenfallzauber gekauft? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich überhaupt einen gefunden? Nein, hatte ich auch nicht. Dabei hätte ich jetzt sogar ein bisschen halt Geld dafür. Dank der ganzen Goblin-Waffen. Ja, es ist hier Feierabend, danke. Die haben aber alle ein Herz, das ist schön. Die können auch wieder schön für 100 verkaufen. Sind damit genauso wertvoll wie so eine Goblin-Axt. Oder Goblin-Keule ist es ja. So, der kriegt jetzt auch nochmal schnell aufs Maul. Das ist ja groß genug bei dem. Und bei dem auch. So, ja, schnell die Leichen beseitigen, in die Kiste gucken. Schlafen müssen wir eigentlich schon mal wieder? Ne, noch lange nicht. Und was war hier noch? Ach, da war nur die Fackel. So, haben wir Trommeln, wir haben ein bisschen Gold, ein bisschen Salzreis, noch ein bisschen Gold. Und kommen dann damit zurück. Müssen damit auch zurücklaufen. Lackiere ich noch irgendwas? Ne, hier sieht man jedenfalls nichts. Also gehe ich mir davon aus, dass da auch nichts war. Wir heilen uns schnell nochmal. Und dann so weit nach draußen war es schon gar nicht mehr. Genau, einfach nur mal hier. Jetzt einmal abbiegen. Moment, ich hatte hier in die Kiste auch gar nicht geguckt. Doch, hatte ich wahrscheinlich. So, dann einmal hoch, einmal wieder raus und einmal wieder zum Verkaufen. Und so, dann gucke ich auch nochmal drinnen nach Händlern, die uns eventuell auch noch die Schilde abnehmen können. Man merkt aber doch irgendwie deutlich, wenn man so belastet ist, läuft sich's viel langsamer. Ich muss das unbedingt mal wieder ändern. So ein bisschen weniger haben. Aber dafür geht man ja zum Händler. Ich sollte eigentlich auch den Ogrim-Töter irgendwo mal ablegen. Weil den benutze ich sowieso nicht. Was will ich da mit dem? So, Rohgold nimmst du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, war klar. So, da muss ich mal gucken, wer eventuell hier noch was nimmt. Ich gehe mal davon aus, dass es innen da noch jemanden gibt in der Waldschenke. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wer überhaupt alles handelte. Du handeltest nicht. Du wolltest handeln immer. Nimmst du Rohgold? Ja, der nimmt Rohgold. Und der nimmt wahrscheinlich auch die Herzen an. Der nimmt Honig an. Der nimmt Heidekraut, Grabes, Staub, halten wir mal alles. Weil ein paar davon brauchen wir sowieso noch. Und ich weiß nicht, wie viele der genau haben will. So, das Buch nimmt er nicht. Genauso wie diese Schilde. So ein Shit aber auch. Gibt euch schon mal irgendwo jemand hier, der Rüstung kauft? Du hast auch nicht, genau. Kann ich ja hier aufsteigen? Denkt ihr, Separate aufzusteigen? Habt ihr schon genug Last und drei Zeichen von den Söldnern gekriegt? Nein, stimmt, ich brauchte drei Zeichen. Dann gucken wir eben nochmal hier. Der konnte nur Ausbildung, diese Socke.
Hier oben war, glaube ich, schon nichts mehr. Gab es hier wirklich keinen Händler, der Rüstung kauft? Das finde ich jetzt natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Können wir mal eben hier unten gucken. Der kann auch nur Ausbildung. Nee, hier gibt es wirklich keinen. Wieso ist das hier eigentlich so kaputt? Na, keine Ahnung. Ist das eigentlich hier außerhalb noch was oder war das wirklich ganz außerhalb, wo wir hier jetzt sind? Nee, hier gibt es nicht so besonders viel. Nun gut, das bedeutet, wir nehmen eine neue Aufgabe an. Und zwar... Ja, von wem nehmen wir die denn, ist die große Frage. Guck mal bei den Leuten hier, die am Feuer sitzen gerade. Das ist also so ein Söldnerschwert, so viel ist das auch nicht. So nützlich ist das auch nicht, möchte ich sagen. Dem müssen wir helfen, der ist verrückt. Fangen wir mit dem Verrückten an, Verrückte sind immer interessant. Hallo Jagdlagerwächter, ich bin ein Jäger. Die Leute hier sagen, ich sei verrückt. Kaum zu glauben, ich bin nur etwas eigenartig, mehr nicht. Ich bin mir sicher, dass auch dich einige Geister verfolgen. Ah, da hinter dir ist ja schon einer. Na warte, ich erschieße ihn mit meinem Bogen. Na, es ist schon gut, es ist schon gut. Meine Güte. Wie, der könnte dich verletzen. Lass es mich probieren. Bis jetzt hat es zwar noch nicht geklappt, aber vielleicht ist heute mein Glückstag und ich bin ein Geist los. Aber da ist kein Geist. Doch, ich sehe ihn doch mit meinen eigenen Augen. Ich lege jetzt den Bogen an, mache die Augen zu. Vielleicht geht ja der Schuss daneben. Nein, das musst du nicht. Gut, dann halt nicht. Dann verfolgt dich der Geist ewig. Boah, steh im Feuer. Schon was Gefährlichere hier. Nee, Moment. Okay, der gibt mir keine Aufgabe. So, dann helfen wir ihm. Ja, ich habe da leider ein Problem. Ich brauche eine neue Waffe, ein Söldnerschwert. Da ich ein Söldner bin und das nur mal meine Standardausrüstung ist, ansonsten werde ich von den anderen nicht respektiert. Nur bin ich gerade mit dem Händler geerntet verstritten. Er verlangt tatsächlich das Dreifache des normalen Preises, dieses Schwein. Kannst du mir die Waffe kaufen? Ich werde dich angemessen dafür belohnen. Nur habe ich gerade keine Draken. Bin knapp bei Kasse. Du wirst aber deine Draken kriegen. Es sind zwar nicht Goldstücke hier, aber ist okay. Ja, warum seid ihr beide zerstritten? Warum wohl? Ich hatte kein Jagdschwert und er hat mich deswegen ziemlich provoziert. Mir ist dann die Hand ausgerutscht, seitdem sind wir zerschritten. Ja gut, dann machen wir es mal eben. Sehr schön, wie schon gesagt, ich habe leider kein Gold mehr, so musst du es selber kaufen. Ich gebe dir dann später das Gold. Ich könnte auch einfach das hier nehmen, oder? Wo ist wahrscheinlich Diebstahl. Also lassen wir es besser liegen. Kann ich natürlich mir nicht leisten. Verkauft das auch hier nochmal regulär sozusagen. Das Söldnerschwert. Ich sehe es gerade nicht. Ne, ich sehe es gerade nicht. Soll ich denn jetzt ein Zeug für das Söldnerschwert herkriegen? Warum kann ich auf Umtausch ansprechen? Bei mir kannst du eine Jagd-Soldmünze gegen Rüstung und Waffen umtauschen. Ich habe auch ein Söldnerschwert für 1500 Draken. Ja, daran bin ich leider interessiert. Ach, verdammt, das ist ein Goldstück. Ich habe es schon wieder falsch vorgelesen. Ja, ich bin interessiert. Ich weiß gar nicht, was an den Dingen jetzt immer so toll ist. Die machen 13 bis 20. Da finde ich mein Ricklingschwert ehrlich gesagt besser. So, auf jeden Fall. Sehr schön, ich konnte leider kein Geld auftreiben. Nimm diese alte Münze und verschwinde. Von mir aus kannst du aufsteigen. Das soll jetzt alles sein? Gut, wir gehen. Was hat er uns jetzt genau gegeben für eine Münze hier? Oh, alte Münze, hat die irgendeine Wirkung? Haben wir jetzt irgendwie noch einen Bonus dabei? Ich will irgendwas machen. Nö.
Und wir hätten noch irgendwas bekommen. Ich weiß aber gerade leider nicht mehr, was das genau war. Ach so, hier ist letzte Tierschuppe. Ach, die Dinger brauchen wir zum Aufsteigen. Jetzt kapiere ich das. So, du. Nee, du brauchst keine Hilfe. Du brauchst eigentlich Hilfe. Was hast du denn für Probleme? Wenn ihr Probleme von mir hättet, die du aber nicht hast. Es ist schwer, sich um die Finanzen zu kümmern, wenn da irgendein Bastard nicht zahlen will. Dieser verdammte Bauer. Nun gut, der Auftrag ist leicht. Finde ihn und zwinge ihn, mir mein Gold wertzugeben. Verstanden? Wo wohnt dieser Bauer? In Bregen. Bregen, wo ist das denn schon wieder? Er treibt sich immer in der Stadt herum. Du solltest ihn finden können. Er heißt Kumir. Ein wirklicher Dickkopf. Will mir einfach nicht mein Gold zurückgeben, das ich ihm zur Verfügung gestellt habe. Ich gebe dir einen Diamanten und mein Zeichen, wenn du das Gold wieder hast. Also, geh los. Wo ist denn jetzt schon wieder... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir da von Nembrest aus hinreisen. Genau, das überlege ich auch gerade. Ich glaube, wir laufen in der nächsten Folge mal zu Fuß noch Richtung Nembrest. Gucken uns dann wahrscheinlich in Nembrest noch mal ein bisschen weiter um. Da sollte ich mich ja auch noch mal ein bisschen umgucken. Ich sollte mich sowieso überall noch mal ein bisschen umgucken. Und dann gucken wir mal, ob wir von da irgendwie nach Bregen oder wie es jetzt hieß kommen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euch schönen Tag und ciao.